Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlosch-Kanal zu einer weiteren Folge Pro Evolution Soccer 2020. Und ja, ihr habt im letzten Spiel gesehen, was ihr hoffentlich gesehen habt. Wir haben Last-Minute-Sieg geholt gegen Brickton. Sehr, sehr wichtiger Sieg nochmal, um eben oben Anschluss zu haben. Wir schauen mal, was für Angebote drin sind, beziehungsweise Dest. Die Bedingungen der Vertragsverlängerung wurden finalisiert. Seine Freigabegebühr ist nicht verhandelbar. Ja, 20 Millionen Freigabegebühr, immerhin höher als aktuell. Bis 2023 hätte er dann Vertrag statt 22. Ja, warum nicht? Machen wir doch, oder? Können wir das noch ein bisschen länger halten? Sehr schön. Bei den anderen. Alles gut. Jetzt natürlich die Frage: Joelinton. Der hat einen sehr, sehr lange noch Vertrag bis 2025. Ich will ihn noch nicht vorzeitig verkaufen, aber ich will ihn verleihen. Ja, für dieses halbe Jahr. Wir haben jetzt Diaz im Sturmzentrum, dahinter Zaha, dann haben wir noch Gabriel, wir haben Higuain und Muto noch als Backup für die Backups. Da wäre Joelito momentan ein bisschen, ja, unnötig einfach. Und dementsprechend kann er gerne noch zum anderen Team gehen und sich da ein halbes Jahr beweisen. Und ja, fahren wir jetzt mal fort. Vielleicht kriegen wir schon ein Angebot für Joelito. Am besten wäre natürlich irgendwo in der Premier League, wo man ihn noch ein bisschen beobachten kann. Wenn er da, was weiß ich, zu einem Team kommt, was weiß ich, von mir so gern zu Sheffield, irgendwo, wo er Stammspieler ist. Und ja. Verhandlungen, mein Team. Danny Rose, oh, Atlanta. Ja, aber der ist 20 Millionen wert, da will ich mehr als 12 Millionen. Er ist zwar 30 Jahre alt, aber das reicht mir nicht. Definitiv neu verhandeln. Da will ich schon, ich will ihn, ja, 19,7 wäre okay, aber da muss schon auf jeden Fall viel ran. Das reicht nicht. Für Shelvey haben wir auch ein Angebot, okay. Ist der auf der Transferliste? Shelvey tatsächlich. Schwierig. Schwierig, ob ich den echt abgeben will. Da würde ich auch auf jeden Fall viel verlangen. Wir versuchen mal mit 20. Wir gucken einfach mal. Das wäre so das Maximale. Mit 20 Millionen wäre ich zufrieden. Wir hätten ja Bentaleb noch. Atsu ist echt ein Spieler, den brauche ich gar nicht. Habe ich bisher noch nie eingesetzt, kam noch nie zum Einsatz. Ist ein Spieler, den ich nicht unbedingt brauche. Wie alt ist denn der? 28. Ja, 5 Millionen wären ganz nett. Ja, so 5,1. Kleine Weiterverkaufsgebühr, dann bin ich damit auch zufrieden. Und Fimuto auch noch ein Angebot. Ah, jetzt natürlich das Ding, wenn wir dann noch Joelinton verleihen und Muto verlieren, wäre vielleicht ein bisschen kritisch. Andererseits, wie alt ist Muto? 28 auch. Naja, ist halt der Backup der Backups. Wir versuchen hier auch einfach das Maximale rauszuholen. Wir verlangen erstmal mal 6,3 Millionen und schauen mal. Alle Spieler, mit denen ich leben könnte. Wie gesagt, Atsu brauche ich überhaupt nicht. Wir haben Lazaro, wir haben Almiron für die Außen. Wir haben Yedlin, wir haben Dest, wir haben Rose, damit, selbst wenn Rose jetzt geht, wäre es nicht schlimm. Damit dürfte ja nicht auf der Liste stehen, nein. So, das ist alles okay. Und wir machen den Kader schon mal dünner für den Sommer. Denn im Sommer sollten wir in die Euroleague kommen, werde ich sowieso aufrüsten. Und wenn nicht, dann muss ich so oder so aufrüsten. Bei Shelvey bin ich mir nur nicht sicher, ob ich den wirklich abgeben will. Das wäre schon ein bisschen. Ah, weiß nicht. Bis 2021 Vertrag, wie alt ist denn der? 28, ne? Ha. Naja, schauen wir mal. Ja, Scouting haben wir auch wieder neue Sachen gehabt. Habe ich jetzt. Hab ich etwas zu schnell? Und zwar Torhüter, können wir mal gucken. Thiago Sá. Boah, an den erinnere ich mich. Was war denn das? War das vor. War das die U21 WM oder EM? Ich weiß nicht, wann es genau war. Da war Thiago Sá im Tor auf jeden Fall bei Portugal. Und der hat so krass gespielt. Ich weiß nicht, ob es vor 6 Jahren war, vielleicht 7 Jahren, keine Ahnung. Da war der noch relativ jung. Da stand der im Tor und das war so ein krasser Keeper. Damals war ich mir echt sicher, nachdem ich den wirklich parieren habe sehen, dass der echt stark wird mal in Zukunft. Aber der hat ja irgendwie überhaupt keine große Karriere bisher geliefert. Eigentlich schade, weil von dem habe ich immer viel gehalten.
Dasselbe kann man aber auch über Timo Horn sagen, der hat ja auch extrem enttäuschende Karriere die letzten 2 Jahre hingelegt. Da hat man vor 3 Jahren eigentlich auch gedacht, okay, hier hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr starken weiteren deutschen Keeper, aber inzwischen nicht schlecht, aber halt, ja, ist ein guter Bundesliga-Keeper, mehr aber auch nicht. Hier haben wir auch noch ein paar Spieler, aber auch nichts wirklich Neues in Südamerika. Pavon. Ah, von LA Galaxy tatsächlich. Flügelspieler, aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt brauche, ne? Naja. Spielerlisten haben wir momentan. Ja, wir haben hier auch ein paar drauf. Zwei Keeper mit Maskimovic, ein sehr, sehr jung aus Russland, und eben Livakovic. Auch ein super interessanter Keeper. Dann haben wir Minks und Diop hier. Mandragora Depau für die Zentrale für den Sommer und einige Spieler wie Everton. Wobei der halt echt. Weiß nicht, ob ich den wirklich holen werde. Eher weniger. Cavani, will ich mal. Obwohl, der hat nicht mehr lang Vertrag, ne? Ah doch, der hat seinen Vertrag verlängert. Also kann ich ihn von der Spielerliste entfernen. Kramaric kann eigentlich auch erstmal weg. Osimhen ist erstmal noch drauf. Gabriel habe ich ja jetzt im Team, da kann ich das ja mir ganz in Ruhe angucken. Und Weghorst würde ich auch sogar. Da würde ich auch erstmal entfernen. Finde ich Westley dann doch irgendwie interessanter. Haben wir hier auch ein bisschen aufgeräumt. Und springen wir dann gleich mal. Ja, das erste Mal noch Nachrichten. Nichts Neues, gut. Springen wir jetzt zum Spiel gegen Burnley. Und zwar Lescalé nicht perfekt auf Loftus-Cheek. Warum ist der nie perfekt drauf, ey? Kapier ich nicht. Aber nun gut. Lassen wir mal für Loftus-Cheek Shelvey spielen. Könnte ja sein letztes Spiel vielleicht sein. Ansonsten gibt es für mich gar nicht so viel zu ändern. Lazaro vielleicht. Für Almiron. Ne, für Rose eher. Obwohl, Almiron können wir erstmal draußen lassen heute. Ist auch okay. 4-4-2-System bei Burnley. Aufstellen gucken wir uns natürlich gleich genauer an. Boah, alles so Trikots. Ich weiß nicht, ob man die gut unterscheidet. Vielleicht wir im Schwarz, die in ihren Blauton. Oder wir halt in unserem dritten Trikot und sie in ihrem dritten Trikot. Auf jeden Fall bei Burnley. Pope im Tor. Long, Tarkowski, Taylor, Bardsley. Westwood, Cork, Brady, Gudmundsen, Barnes und Wood. Schauen wir mal. Im ersten Duell gegen Burnley kann ich mir erinnern, haben sie sehr, sehr viele hohe Bälle gespielt. Immer wieder versucht, da Wood war es, glaube ich, zu finden. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich hoffe, ich täusche mich nicht. Bin gespannt gegen Burnley. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Letzte 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden und das gegen Liverpool. Also, es läuft sehr gut. Vielleicht können wir wirklich uns ja in so einen Euphorie-Schub einfach spielen. Dass wir einen Sieg nach dem anderen am besten holen, um wirklich oben dran zu bleiben. Wir haben ja einen relativ leichten Auftakt in der Rückrunde. Das hatten wir am Anfang ja auch der Saison. Da hatten wir eher die leichten Gegner, wo wir viele Punkte liegen haben lassen, leider. Aber schauen wir mal. Burnley kein schlechter Gegner, aber wir können es schaffen. Longstaff auf Fabian Scheer. Arturo Vidal. Dest. Hier wieder auf den Chilen Vidal. Burnley steht erstmal defensiv. Shelvey, der heute viel auf das Cheek spielt. Spielt erstmal nach hinten auf Malang Sarr. Ich muss auch sagen, seitdem ich die Taktik geändert habe, dass unsere Abwehrreihe etwas offensiver steht, hat sich's echt bewährt. Das war echt so ein kleiner Kniff, so ein kleiner taktischer Kniff, der sehr geholfen hat. Also bemerkbar, sich auch einfach spürbar gemacht hat. Jetzt hier Saint-Maximin, weil wir davor einfach zu defensiv standen. Ah, gefährlicher Pass, aber Shelvey ist da. Viel Ballbesitz hier für Newcastle. Arturo Vidal. Ah, sie versuchen ein bisschen Druck aufzubauen, sobald wir in ihre Hälfte kommen. Aber davor lassen sie uns machen. In der ungefährlichen Zone. Jetzt Longstaff. Auf Shelvey. Jetzt mal ein direkter Pass nach vorne. Gut gemacht. Wilfried Zaha wird dort gestoppt. Das war Diaz, mein Fehler. Lescalé auf Longstaff. Ah, jetzt vielleicht mal ein bisschen geöffnet, Burnley. Jetzt mal ein langer, hoher Ball. Wilfried Zaha kommt da nicht ran. Gut geklärt von Burnley. Taylor am Ball. Und langer, hoher Ball wie im Hinspiel. Das kennt man. Das ist halt wirklich so.
die Art, wie defensive Teams gerne das machen. Defensiv stehen und dann mit langen, hohen Bällen den Gegner überraschen, beziehungsweise deren Mittelfeld aushebeln. Dest verliert den Ball nicht. Einwurf Newcastle. Bisher nahezu Ballbesitz nur für Newcastle. Burnley kaum am Ball gekommen. Jetzt hier Vidal. Auf Dest. Ah. Schlechte Aktion. Wenn schon eine Flanke aus dem Halbfeld, dann eine ordentliche. Und nicht so ein halbes Ding. Langer Ball von Burnley nach vorne. Aber da ist Fabian Scheer. Aber der Ball kommt zu Burnley. Da hat Newcastle natürlich eine gute Absicherung mit drei Innenverteidigern. Die eben alle drei, bis auf Malang-Sar jetzt, relativ groß sind. Jetzt Wood, Schuss, aber Malang-Sar fälscht den Ball ab. Und zwar so, dass der eben nicht aufs Tor kommt. War eine wichtige Grätsche, weil Wood konnte sich hier gegen zwei durchsetzen. Aber das wäre ein sehr gefährlicher Ball geworden, wenn Malang-Sar nicht da wäre. Und jetzt Gudmundsson, kurze Ecke auf Brady. Der hier gegen Wilfried Zaha. Ah. Gudmundsson kommt zum Schuss. Dubravka. Jetzt muss sich Burnley erstmal sammeln. Vielleicht ist es jetzt mal eine Chance für Newcastle. Ja, sie machen das Spiel schnell. Arturo Vidal. Langer hoher Ball auf Tarkowski, kommt daran. Ja, Wilfried Zaha sollte angespielt werden. Aber Tarkowski kam daran und Einwurf Newcastle. Aber sehr, sehr weit in der Hälfte von Burnley dieser Einwurf. Also gar nicht mal so ungefährlich. Shelvey. Hohe Flanke. Mariano Diaz. Das gibt's nicht. Der muss aufs Tor kommen. Das darf nicht passieren, dass du so frei zum Kopfball kommst und den nicht reinmachst. Ja, Newcastle spekuliert komplett auf Abseits. Newcastle, sag ich. Burnley spekulieren komplett auf Abseits. Denken sich, ach, der steht im Abseits. Heben alle im Neuer-Style die Hände hoch. Aber das darf nicht wahr sein, dass Mariano Diaz den nicht ins Tor rein befördert. Das muss ein Tor sein, muss man ganz ehrlich sagen. Bitter für Newcastle. Große Chance verwehrt. Einfach nicht gut verwertet hier. Jetzt Arturo Vidal. Zentraler Ball auf Mariano Diaz. Jetzt hier im Wilfried Zaha mit Geschwindigkeit. Ah, Zaha bleibt an Tarkowski hängen. Oh, Longstaff holt sich den Ball. Jetzt Diaz. Zaha. Oh, gefährliches Ding. Ja, sie haben gemerkt, mit Geschwindigkeit geht's gegen Burnley. Wenn du langsam hin und her den Ball schiebst, wird es schwierig, weil Burnley gut gestaffelt steht, aber hier, der muss, Newcastle muss die Bälle aufs Tor bringen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal die ersten guten Akzente. Und jetzt hier hoher weiter Ball. Ja, landet bei Burnley. Chevrolet, Wilfried Zaha, jetzt Mariano Diaz. Diaz, ah, da ist Tarkowski. Ist natürlich der beste Innenverteidiger bei Burnley. Der lässt das nicht so einfach zu. Aber wieder ein schöne Einwurfsituation. Zaha auf Chevrolet. Der aus Dest. Jetzt aus dem Halbfeld. Die Flanke. Ach, da war Pope dran. Jetzt hier Gudmundsson. Ja, Burnley aber auch wirklich im Angriff. Sehr lethargisch, muss man sagen. Wenig Ideen. Wirklich so ein bisschen Holzfäller-Modus. Einfach nur alles nach vorne schießen. Und jetzt hier Chevrolet. Chevrolet. Arturo Vidal. Jetzt auf Dest. Ah, jetzt wird es wieder schwierig, wenn Burnley so gut gestaffelt steht. Longstaff. Longstaff sucht und findet Saint-Maxime. Ah, der macht das gut. Und der bleibt dann doch hängen. Die Flanke war dann nicht stark. Und Shelvey ist davor dem Burnley-Verteidiger dran. Gut auf Vidal gespielt, dieser Ball. Wilfried Zaha. Ah, Dest hätte er schon reinziehen müssen. Ah, ganz schlechter Pass von Dest. Damit hat sich Newcastle selbst kaputt gemacht, diesen Angriff. Brady hier. Longstaff jetzt hier mal mit dem Pressing, aber Burnley macht das ganz ruhig. Und weiter Ball nach vorne. Ha, Shelvey. Jetzt vielleicht wieder mit Geschwindigkeit Newcastle. Arturo Vidal. Wilfried Zaha. Auf Vidal. Oh, der Ball kommt zu Mariano Diaz. Der kommt nicht zum Abschluss. Und am Ende war dann Burnley-Verteidiger mit einer Grätsche dran. Jetzt Wood. Der einsame Wood ganz vorne bei Burnley. Macht auch nicht unbedingt so Spaß als Stürmer in so einem Team.
dass die überhaupt keine Bälle gibt. 0-0 erstmal. Ich werde tatsächlich einen Wechsel vornehmen. Und zwar Higuain Fidias reinholen. Was hat ein Higuain? Nee. So, genau. Ich werde nämlich mal gucken, was hat Higuain im Kopfballspiel. 82, okay. Higuain, also Fidias drin in der zweiten Halbzeit. Schauen wir mal, ob Gonzalo Higuain eben der entscheidende Mann sein kann, um die Bälle zu verwerten. Jetzt hier Wilfried Zaha auf Shelvey, auf Gonzalo Higuain. Wilfried Zaha, starker Ball, Gonzalo Higuain. Higuain bringt ihn schon mal aufs Tor. War natürlich ein sehr spitzer Winkel. Und Brady hier mit einer, boah, weiß nicht, warum man den da hinten klären muss. Aber nun gut. Barnes raus, da kommt Rodriguez rein. Jetzt Dest. Wilfried Zaha. Ah, schlecht gemacht. Schlecht, da ist ihm der Ball versprungen. Wood. Und jetzt hier Rodriguez gegen Lescalle. Rodriguez, gute Bewegung. Brady, hat er da gut mitgenommen, seinen Mitspieler. Aber am Ende ist Dest da gewesen. Ah, der Ball irgendwo nirgendwo. Rodriguez verliert den Ball gegen Vidal. Higuain mit Wilfried Zaha. Oh, jetzt passt er in den Lauf auf Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, aber da ist wieder der Torhüter Pope dran. Ja, aber Higuain bringt die Bälle immer mal aufs Tor. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal sehr wichtig und gut für Newcastle. Für Burnley natürlich gut, dass sie da mit Pope jemanden haben, auf den sie sich verlassen können. Jetzt Brady. Ja, schöner Pass in den Lauf auf Brady. Der hätte sofort flanken können, hat erst ein bisschen gewartet. Jetzt Arturo Vidal, Kontergelegenheit für Newcastle. Shelvey, Higuain. Auf Saint-Maxim. Saint-Maxim mit diesem Pass in den Lauf kommt nicht an. Ja, Higuain ist dann nicht der allerallerschnellste. Aber war ein guter Versuch. Jetzt ist hier, boah, harte Aktion vom Burnley-Verteidiger, im kompletten Körper reingesprungen. Ja, jetzt Vidal. Wilfried Zaha kommt hier trotzdem an den Ball. Und jetzt ist Dest. Hat hier eine große Möglichkeit zum Flanken. Saint-Maxim wollte da von hinten ankommen, hat den Ball nicht mehr erwischt. Jetzt Shelvey. Auf Saint-Maxim. Flanke auf Gonzalo Higuain. Der konnte den Ball nicht mehr drücken. Der kam nicht perfekt. Nehmen wir uns mal die nächsten Wechsel vor. Und zwar, Gabriel Barbosa könnte. Können wir die Variante nehmen, dass Dest eben rausgeht und dafür Zaha von links kommt. Gabriel eben als Hänger Spitze und Loftus-Cheek für Shelvey. Jetzt hier weiter Abschlag. Weit in die Hälfte von Newcastle. Super Abschlag vom Keeper. Brady. Oh, stark gemacht. Jetzt Wood auf Brady. Jetzt wird es gefährlich für Newcastle. Ah, Taylor. Taylor jetzt mal mit vorgerückt. Auch noch nicht so oft gesehen heute. Dest ist aber da. Oh, gefährlich geklärt den Ball. Nicht gut gemacht. Was ein Schuss und der hat sich schön reingedreht. Aber Dubravka ist da. Also echt gut gemacht von Burnley hier. Ah, super. Der Ball hat sich schön noch reingedreht. Gab dann den Doppelwechsel eben bei Newcastle. Gabriel rein. Und eben Loftus-Cheek wie Shelvey und Dest. Hier erstmal geklärt. Taylor. Oh, gefährliche Aktion und der ist drin. Burnley mit dem 1-0 hier in der 69. Minute. Cork mit dem 1-0 für Burnley. Ah, Standards. Immer gefährlich. Ja, erst gut geklärt den Ball. Klar, sehr mittig, aber Hauptsache erstmal weg damit. Und dann sieht Dubravka aber auch nicht perfekt aus, muss man sagen. Longstaff am Ball. Loftus-Cheek, der eingewechselte Spieler. Saint-Maxim. Langer, hoher Ball auf Wilfried Zaha. Ah, abseits war der Gabriel. Absolut korrekt. Ja, ganz klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Pope.
auf Malangsar. Longstaff. Gabriel. Higuain. Oh, der kommt durch. Gabriel wird hier aber gestoppt. Aber war fair, sagt der Referee. Pope am Ball. Ah, lange am Warten. Der hat natürlich Zeit. Langer, hoher Abschlag. Wood ist nicht da. Oh, schön eine Grätsche da vom Newcastle-Spieler. Jetzt Higuain. Auf Vidal. Arturo Vidal. Jetzt auf Gabriel Barbosa, aber das ist ein ganz schlechter Ball. Ah, Tarkowski kriegt den auch geklärt. Auch wenn das auch nicht perfekt war. Wilfried Zaha, jetzt Longstaff. Ah, Burnley steht sehr, sehr kompakt jetzt. Higuain kommt da nicht zum Kopfball. Loftus-Cheek mit einem Schussversuch. Jetzt muss sogar schon Malangsar von ganz weit hinten sich den Ball hier holen. Flanke. Gabriel mit einem Abseits wieder. War wieder im Abseits. Ja, Burnley macht das gut. Und Newcastle muss jetzt eigentlich all in gehen, wenn sie hier noch einen Punkt mitnehmen wollen. Jetzt hier Cork. Brady. Setzt sich da gut gegen Vidal durch. Schafft auch nicht jeder. Aber irgendwann ist dann Wilfried Zaha da. Wird es halt schwierig jetzt hier. Schöne Grätsche, aber geht weiter. Boah. Schlecht gespielt dabei. Wood. Jetzt Rodriguez mit der Chance. Longstaff ist aber da. Jetzt hier Loftus-Cheek. Fabian Scheer. Higuain aus der Drehung, aber kein guter Schussversuch hier. Boah, Wilfried Zaha wird da einfach mal vom Pope selber angespielt. Kann man natürlich auch so machen. Flanke. Higuain! Ja, zu viel. Da willst du zu viel. Nimm ihn doch an und schieß so. Aber Pope, sehr, sehr gefährlich, was er da gemacht hat. Und Higuain, ja, versucht hier irgendwas, aber schwieriges Ding. Gudmundsen raus. Jetzt hier Lescalet, kriegt den Ball sogar. Und Gabriel ist da dran, aber dann kann ihm der Ball abgenommen werden. Jetzt hoher, langer Ball. Oh, Malangsar ist jetzt hier. Zaha, Vidal. Fabian Scheer mit einem Superpass. Loftus-Cheek behauptet den Ball. Loftus-Cheek mit der Flanke. Und jetzt könnte es hier einen möglichen Eckball geben. Wir haben nur noch 2 Minuten zu spielen, nicht mal mehr. Dubravka auch mit nach vorne gekommen. Alles von Newcastle jetzt vorne. Pope ist da und holt sich den Ball. Riesengelegenheit jetzt für Burnley natürlich. Aber sie spielen einfach die Zeit runter. Ja, und das Spiel ist vorbei. Burnley gewinnt durch ein Tor von Cork hier 1-0. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für Newcastle. Das ist halt Premier League. Jeder kann jeden schlagen. Oder nahezu jeder kann jeden schlagen. Sheffield United mal in dieser Saison ausgenommen. Ja, bitter für Newcastle. Schön für Burnley natürlich, die hier den Sieg einfahren konnten. Hier sehen wir die Ergebnisse, ja, Liverpool 3-0, Tottenham 4-0. Ja, Sheffield verliert mal wieder, Everton gepatzt gegen Norwich, Arsenal mit einem 2-2. Ja, man sieht, wir fallen gleich mal einen Platz, Chelsea hat uns überholt. Ah, und der Euroleague-Platz mit einem Sieg wären wir einfach um 2 Punkte dran an Arsenal. Es war eine bittere Niederlage, sehr, sehr bittere Niederlage und der Kampf um Europa ist noch nicht Geschichte, ist aber verdammt eng. Also bis Leicester sind sie auch nur 8 Punkte. Bis zu uns sind es 5 und Crystal Palace hätte theoretisch auch noch Chancen. Ganz unten, ja, Sheffield mit, ja, die werden wahrscheinlich absteigen, sehr sicher. Brighton und Bournemouth mit drin. Watford kämpft um den Abstieg. Villa, Wolverhampton. Norwich bis Southampton ist alles sehr, sehr gefährlich. Sind ja nur 4 Punkte und selbst Burnley, ich meine, die waren im Abstiegskampf, die hatten 22 Punkte, haben einen riesen Befreiungsschlag gemacht durch den Sieg gegen uns. Ah, sehr bitter. Sehr, 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 sehr bitter. Nun gut. Nächstes Spiel wird gegen West Ham sein. Ah, schauen wir nochmal kurz rein jetzt. Und zwar Danny Rose. Die Neuverhandlungen sind gescheitert. Okay, dann bleibt Rose erstmal, habe ich kein Problem mit.
Shelvey, sie wollen die Ablösesumme erstmal reduzieren auf 17 Millionen. Gefällt mir aber nicht. Ich will da auf jeden Fall, dass sie mir seine Ausstiegsklausel, wenn dann bezahlen von 20,1. Dann bin ich bereit, ihn abzugeben. Weiterverkaufsklausel immerhin zugestimmt, 4,4 Millionen. Für einen Spieler, den ich nicht mehr brauche, ist okay. Kann ich absolut mit leben. Und Muto. Ja, 6 Millionen für Muto. Ist auch okay. Scheffelt uns halt auch nochmal ein bisschen Gehalt frei. Das ist mir eigentlich sogar fast wichtiger. So, dann haben wir auf jeden Fall einige Abgänge. Schauen auf was hier. Ja, nur die ganz Verhandlungsergebnisse. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein paar Spieler jetzt auch noch losgeworden, sind wir. Und ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Euer Veloz meldet sich fürs Erste ab. Und bye bye.